Hallo YouTube. Boah, das kostet mich halt einen Haufen. Mal gucken, was wir noch haben. Menschlichkeit haben wir. Oh, okay. Alles klar. Gibt keine Probleme. Doch, das sind Probleme. Wir wissen, das Probleme. So. Gesundheit, Gorbis Frau. Danke. So, wir machen das mal. Scheiß auf Menschlichkeit, hat man eh immer zu viel, ne? Werde hier wieder invaded, aber was soll's. Abrackingos. Früh raus jeden Tag. Ja, kein Problem, White Champ. Das darf jeder machen, wie er will, ne? Ziehen wir es hoch auf 15 noch? Ja, ne? Wo ist denn die ganze Menschlichkeit wieder her? Ich war doch mal auf 3 runter. Das ging ganz schön fix jetzt. Krass. Wartet mal, ich mach mal. Geben Sie mal minimal leiser. Also das war jetzt komplett leiser, oder das war ich, wenn ich aus dem Ach, weil ich linke Maus gedrückt habe, okay. So, aufsteigen kannst du eh vergessen. Okay, gut. Jetzt gucken wir mal. Wo muss ich denn nochmal hin? Ich weiß das schon wieder nicht mehr. War das da drüben direkt? Da hinten ging es hoch, oder? Glaube ich. Brauche ich den Ring an? Ah, ich habe ja den Ring genommen, dass ich keine Seelen verliere das letzte Mal. Stimmt. Klar packe ich das. So, wie heißt der denn nochmal? Flammensteinplattenring, verstärkt Feuerverteidigung. War das der? Nee. Der ist doch bestimmt auch irgendwas. Oranger verkohlter Ring. Schaden von Lava, da haben wir doch. Was haben wir hier eigentlich noch drin? Havels Ring. Okay, den brauche ich. Kein Song Request aktiv. Der Sound hier ist ausreichend genug, ne? Aber war da oben wirklich kein Leuchtfeuer? Das ist ja brutal, ne? Ich meine, da waren jetzt nicht wirklich schwere Gegner da bis zum Boss, aber. Er will halt brennen, Kimmy. Aber da war kein Leuchtfeuer mehr. Boah, das ist schon fies, ne? So, ich werde jetzt erstmal verkacken, weil ich habe keinen Plan mehr. Wahrscheinlich ist es gar nicht so weit insgesamt, weil ich bin ja, muss ja die ganzen anderen Wege nicht mehr gehen, ne? Muss ich hier runter? Ich habe keine Ahnung mehr. Wahrscheinlich kann man hier einfach durchrennen. Oh, ich muss mich mal ein bisschen. Oh, ich muss mich mal ein bisschen einspielen. Erstmal ein bisschen einspielen. Oh, das sind zu viele, ne? Die war meine Bekleidung ist formidabel. Ja, so ein Röckchen ist doch schön, oder?
Ah, drei. Super. Vier. Denn? Wie viele das sind? Den kleinen Helm? Ja, der ist süß, ne? Oh, echt? Der ist auch nochmal da, okay. Ich habe gedacht, das wären so spezielle Gegner, obwohl die ja auch nichts können, ne? Eigentlich. Wahrscheinlich frisst er mich jetzt nicht, bin tot, aber. Naja. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. War da oben nicht schon der Boss? Dann ist ja recht easy der Weg. Da war doch schon der Boss, oder? Ja, geil. Dann ist ja gar nicht so schlimm. Dann kann man ja hier echt durchrennen. Aus Menschlichkeit habe ich. Oh, der kommt jetzt aber nicht hier. Kann der hier rein? Nee, oder? Captain Kirk, ja. Ach, jetzt brennt er schon. Jetzt muss ich das gar nicht mehr kaputt machen. Er ist zurückgekehrt. Okay. Er ist ja gut. Alles klar. Chaoswesen von Izalith. Boah, wo bist du, wenn man dich braucht? Ja. Schlimm, ne? Ups, falsche Richtung. Okay, dann können wir ja wirklich einfach durchrennen. Das ist ja Pillepalle, ne? Was da kommt. Ich könnte auch vorher eigentlich den Ring ausziehen und mal nach was anderem gucken. Den brauche ich ja nicht wirklich mit der Lava da. Ich dachte, der Weg wäre ewig weit, aber klar. Wenn man das alles skippt. Nein, check fest. Lass mich in Ruhe. Den auskippen kann, ja, ne? Ah, da! Gut. Ich hoffe, der kommt nicht bis hier hoch. Dann kann ich nämlich noch hier den Ring auswechseln. Was nehmen wir denn? Oh, das muss ja auch noch irgendwas zu bedeuten haben. Ja, stimmt. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Abgrund schreiten, dass ich irgendwo über den Abgrund drüber laufen kann oder so. Ne? Versteckt Trefferpunkte, Ausdauerlast. Nicht bei Entfernung. Na gut. So wird Trefferpunkte von gefallen. Hier gibt es keine Ads anscheinend. Brauche ich auch nicht. Den habe ich. Verteidigung bei Angriffen. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Was macht der denn? Okay. Stärke und absoluten Willen. Okay. Feuer für Resi brauche ich hier nicht. Außer dieser Flammen, das ist eine Flammenhand oder so. Keine Ahnung. Was gibt es denn noch? Bei Gefahr. Wenn TP nicht, also hier ist besser zu lesen. Keine Verluste bei Tod brauche ich jetzt nicht. Wo ist auch keine Geräusche? Gewehr zusätzlich Magie? Ne. Wer zu den Zauberslots? Wundersynergie? Balance?
wäre vielleicht ja auch nicht schlecht, ne? Bogenreichweite. Den kann ich bestimmt an dem Bogen treffen. Ich schätze mal, ich muss da auch nochmal von irgendwie vorne die Äste abhacken oder sowas. Irgendwas wird das sein. Wenn ich schon hinten rein muss, das Ding aktivieren, dann muss ich bestimmt auch vorne irgendwas machen. Das war's schon wieder. Ich nehme mal den Balance-Ring, weil der hat mich eben ziemlich hart gehauen und ich bin die ganze Zeit getaumelt. Dann mal gucken. Hier. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich den Typen bekämpfen soll. Vielleicht muss ich auch rollen, wenn die Arme kommen, weil wenn der mich zweimal trifft, hat man ja gesehen eben, dann macht er mich, zieht er mir trotzdem die Hälfte meines Lebens ab, weil meine Ausdauer einfach weg ist. Vielleicht soll ich auch einfach erstmal hinten bleiben. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was der so macht, ne? Okay. Junge. Der macht den Boden hier kaputt, oder was? Ne. Alter! Geht der durch meine Rüstung durch? Ich glaub's ja nicht. Okay, ich versuche mal ranzugehen und, zu rennen. Ja, das war schon mal dumm. What? Ja, nee, kann ich doch nichts kaputt machen, oder was? Muss ich doch erst nochmal nach hinten, oder was? Aber hier bin ich anscheinend safe, oder? Kann das sein? Nee, da treffe ich auch nichts. Kann ich den hier treffen? Nee. Muss ich doch erst nochmal nach hinten, oder was? So, eine Axt, ja. Wechseln wir nämlich eine Axt. Oh, shit. Alles klar. Okay, das hilft auch nicht. Durchrollen kann ich anscheinend nicht, weil das war eigentlich perfekt gerollt. Okay. Ach nein, stimmt. Wie ich irgendwann das vergessen werde, dass ich den Lavaring anziehen muss, weiß es jetzt schon. Aber ist ja egal, ich bin ja dann, sterbe ja dann direkt beim Leuchtfeuer, ne? Also ich konnte weder den, den Bäumen Schaden machen, also den Wurzeln unten, noch den Ästen, noch vor, konnte ich vorne irgendwie rein. Ich muss vielleicht doch hinten rein, ich weiß nicht, ich probiere jetzt mal hinten. Oder es ist so ein Hab-Geduld-Kampf. Also warte, bis er irgendwie alles zerstört hat und dann geht vorne ein Loch auf und du kannst rein oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal, ne?
Wäre krass, wenn sowas wirklich noch kommen würde, was Moses hier gesagt hat. Dass man den mit einem Schwert gar nicht treffen kann. Dass man eine Axt braucht. Aber hinten konnte ich auch mit meinem Schwert durch. So, ich renne jetzt nochmal straight nach hinten. Guck mal, ob ich da noch was öffnen kann. Ach, guck mal, hier rechts ist auch noch so ein Teil. Ich habe ja nur links zerstört, ne, anscheinend. Bitte schub mir den runter. Nein. Ah, ich hab's gewusst. Links habe ich, glaube ich, schon so eine Sphäre da kaputt gemacht. Vielleicht muss ich wirklich rechts noch was kaputt machen. Da war zumindest so eine Kuppel. Wahrscheinlich habe ich die 15 Estus Flasks komplett umsonst gekauft, weil man den wirklich einfach nur immer irgendwelche Sachen abhacken muss und dann stirbt er von alleine. Und das ist wahrscheinlich super, super einfach. Aber kann man halt nicht wissen. Oder mit Termiten bewerfen, ja. Fast mit Termiten. Die eigentlich hier hoch? Ja, die kommen ja auch. Stimmt. Die sind ja schon am Anfang in der Feuerwelt unten hochgekommen, ne? Warum habe ich denn eigentlich immer ein bisschen Schaden? Achso, von der Lava kriege ich immer minimal Schaden. Okay, verstanden. Okay, und das erste Mal konnte ich entspannter hinlaufen, weil er da ja noch nicht geweckt war, ne? Mit seiner komischen Hand da. Da konnte ich ja einfach hinlaufen erstmal. Das hier finde ich ziemlich geil. Und dass das Gamepad vibriert ohne Ende. So. Mal hier hinten durchlaufen oder was? Okay, da komme ich nicht vorbei. Allmächtiger. Nein. Ich will doch nur da hinten hin. Hör auf, mit deinen Händen zu fummeln. Nein. Jetzt kommt von hinten das Ding. Alles gut. Zum Glück ist der Weg so kurz. Eine Mücke im Kaffee. Komm raus. Mann, Mann, Mann. Wenn der Boss noch da ist, du menschlich bist. Die NPCs oder was? Ach, ich habe nicht gewusst, ob das ein Spieler ist oder ein NPC. Okay. Okay, das heißt, wenn ich jetzt den Boss töte... im Moment kann er eh nicht, weil ich nicht menschlich bin, ne? Naja, gut. Es wird aber nicht überlebensnotwendig sein, ne? Weil man die ja nicht immer bekommt. Okay. Ja, okay. Ja, ich habe schon zwei oder so getötet, glaube ich, von den NPC-Invasoren. Mann, Mann, Mann. Was ein Arsch.
geschafft hat? Nein, sicher nicht. Nur als Info. Achso, okay. Gut, also wenn er jetzt nochmal zufällig auftaucht, gut, geht ja nicht, weil ich nicht menschlich bin, ne? Aber jetzt hier eine Menschlichkeit verschwenden, um, ich nehme trotzdem immer hier eine Flas. Eine Menschlichkeit verschwenden, um den herbei aufzubeschwören, ist ja Blödsinn, ne? Brauchst Menschlichkeit. Schwäche, Geheimnis. Ja, das habe ich ja schon rausgefunden, das Geheimnis, ne? Dass man da hinten hin muss. Nur lässt er mich ja nicht. Der Arsch. Eigentlich schneller, wenn man hier... Nein, wird man auch nicht schneller. Ah. Okay. Aber ich muss aber hier rechts vorbei. Ach komm, scheiß drauf. Hör auf, mich runterzustoßen. Wehe. 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 Na, ich komme hier gar nicht rein. Ah doch. Okay. Yes. Zweiter Streich. Jetzt hat er natürlich zwei Arme, ne? Und jetzt muss ich wahrscheinlich vorne hin, denn da waren auch so Sachen. Gut, aber das muss ich ja wahrscheinlich auch nur einmal machen jetzt. Das heißt, jetzt sterbe ich wieder, wahrscheinlich. Wo kann ich denn hier Schaden machen? What? Ich will doch nur wissen, ob ich hier Schaden machen kann. Nein, kann ich nicht. Okay, dann raus. Wie wenn er es geplant hätte, der Gegner. Kann man den überhaupt First Try schaffen? Oh, jetzt hätte ich es fast vergessen. Aber jetzt ist das Ding ja vorne dran kaputt gegangen. Jetzt komme ich ja gar nicht mehr nah ran. Ich hoffe, ich muss nicht wirklich auf die Hände da draufschlagen die ganze Zeit oder so. Gesichtsausdruck sagt alles. Also das wird ein heftiger Gegner sein für jemanden, der No-Hit oder No-Death spielt, ne? Weil das ist ja anscheinend ein bisschen random. Bin echt mal gespannt, ob es nach dem schon weitergeht. Aber das war, glaube ich, keiner der drei... Nee, das war keiner der drei Fürsten, oder wie die heißen, ne? Das heißt, und da wir durch dieses orange Tor durch sind, muss ja noch irgendwas kommen. Ziemlich der einfachste Boss, okay. Okay, das heißt jetzt straight nach vorne, oder was? Mal gucken. Kein Plan. Zumindest hat jetzt sein einer, da wo ich draufgeschlagen habe, so... Was? Ach, jetzt ist das kaputt. Und guck mal, da ist so ein Ding. Ich kann einfach straight nach vorne rennen. Wahrscheinlich sterbe ich dabei jetzt zweimal. Irgendwann klappt es dann.
bin immer noch davon überzeugt eigentlich, dass das mit Rollen, dass ich mit Rollen dem Zeugs ausweichen kann, wie immer, ne? Er macht halt immer rechts-links-Kombi. Irgendwie muss ich dem ausweichen, damit ich schöner nach vorne komme. War Blödsinn, das jetzt zu nehmen, aber... Man hier geil austricksen kann, ne? KI. Innerhalb von so einem Lava-Gebiet. So, was mache ich jetzt? Lass mal überlegen. Ich muss ja davor kommen irgendwie. Vielleicht nicht mittig, sondern ein bisschen rechts versetzt. Ich habe keinen Plan. Kurz abwarten, bis er diese Doppelkombi mal gemacht hat. Weil diese Feuerarme, die sind eigentlich nicht so schlimm, ne? Die kann man im Notfall wegblocken. Glaube ich mal zumindest. Auf jeden Fall. Shit, das geht nach rechts weg. Ah, oh, ich habe gedacht, das geht straight runter. Ein kleiner Lemming-Gorbi. Ups. Da macht diese Wurzel noch eine Biegung. Unfassbar. Ja, oh Gott, den muss ich ja machen. Ich glaube nicht, ich habe nichts gesehen, dass es da irgendwie entspannt zum Runterlaufen, was gibt oder so. Naja, laufen wir halt wieder, ne? Ich weiß ja nicht, ob das was, diese zwei Arme, ob das Feuerschaden ist, dann könnte ich nämlich das auch noch machen. Vielleicht noch ein bisschen Feuerresi anziehen oder so, aber ich muss wahrscheinlich einfach da vorne drauf springen jetzt. Ja, Geheimnisschwäche. Ich will hier durch. Yeah. Surfing USA.
Alles klar. Schauen wir mal, was der so kann. Jetzt macht er gar nichts, okay. Nein! 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 So ein Stück! War zu langsam! Oh Mensch. Und nochmal laufen. Shit. Das war unfair. Okay, ich muss vorne von diesem kleinen Eck runterspringen. Schritt für Schritt, ne, annähern. Aber jetzt hat er gar nichts gemacht mit seinen Armen. Der Arsch. Ja, Nachricht lesen ist ja gut. Glück erwischt hätte ich hier nicht schon. Klar. Komm schon. Rein. Nein, nenn eine Flask trinken. Mach was. Da ist ein Herz. Was? Ich hab's mir gedacht, dass sowas passiert. Oh, es war doch ein Fürst. Okay. Und eine Menschlichkeit zurückerhalten. Nachricht lesen. Geschafft. Ja. Cool. Eisenbonfire. Klar, erstmal aufsteigen. Okay, und wie oft kann ich auch reisen? Soll ich aber trotzdem nochmal da draußen... Komm ich hier nochmal raus irgendwie? Soll ich nochmal da draußen gucken, ob es da noch irgendwas gab? Der Rexgehölz. Okay, ich komme hier wahrscheinlich gar nicht mehr zurück, ne? Aber hier könnten wir mal gucken, wo es hier runter geht, ne? Ist hier noch irgendwas? Versuch's mit Sprung, steht da bestimmt jetzt. Springen? Nein. Und hier Abgrund, Ring des Abgrund, wie heißt das? Abgrundschreitens? Keine Ahnung, ob das hier. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich denke mal, dass die drei Fürsten wirklich das Ende sind dann. Jo, dann haben wir das Gebiet hier durch. Cool. Ich habe immer noch keinen Wanderfluch. Dann können wir jetzt mal mit dem Typen reden, ne? Wir haben ja jetzt eine Fürstenseele. Okay, also der Boss ist wirklich easy. Und man kann auch den Dingern ausweichen durch Rollen. Es ist nur sehr schwer, weil die so lange genau auf dir drauf sind, ne? Der Abgrundwinzer. Genau. So. So, jetzt gehen wir erstmal zu dem Typen. Gucken mal, ob der was sagt. Ah, der war hier rechts, ne? Hier rein und dann links. Hier war der. Er schläft! Hallo, junger Mann. Ich kann wohl doch nicht mit ihm reden. Kann ich hier einfach reinfallen? Ja, das bringt ja auch nichts. Okay. Das heißt, ich kann jetzt noch in Anolondo weiter. Ich habe jetzt noch Anolondo, den Geheimgang. Da, wo die Geister sind, wo ich nicht weiterkomme. Und da, wo es dunkel ist, wo ich vom Prinzip erstmal nicht weiterkomme. Da kann ich natürlich auch auf gut Glück einfach mal laufen und in Abgründe stürzen und so. Aber das heißt, ich gehe jetzt erstmal noch in das Ding in Anolondo, ne? Da war doch in Anolondo gleich oben irgendwo, ne? Ging es da weiter, meine ich. Hat die was Neues für mich, die Feuerhüterin? Hm. So you have received a revelation. Very auspicious. I hope for the best. I pray that through you, her wish will be granted. Ah, habe ich nicht, ich weiß. Heard of Seath, the Scaleless. In legend, he turned against the ancient dragons. He became Lord Gwyn's confidant, was granted dukedom, and was allowed to pursue his research. At the Regal Archives, he immersed himself in research on scales of immortality. The one thing that he did not have, but his very research drove him mad. The archives became a dungeon, a place for sinister experiments. Now, nobody dares even approach the Duke's forbidden archives. It looms over this land high atop the mountain. But I should warn against even an approach. If you require was Neues. Ja, das kennen wir schon. Hallo? Es gibt nämlich 20 Estus. So, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war hier. An diesem Bild hier konnten wir auch noch irgendwas machen. Vielleicht geht das jetzt auch. Ich meine, das war da hinten, ne? Das war irgendwo hier hinten dann den Berg hoch oder so. Bin mir aber nicht mehr sicher. Doch, das war hier den Berg hoch. Oh shit, der hat mich doch noch getroffen. Really? Zwei Hits, okay. Ja, das ist richtig hier. Hier geht's lang. Jo, genau. Hier war das zweite Tor da oben. Okay, und das sind wahrscheinlich die versteckten Archive, von der die Frau gerade geredet hat. Brauchst Hoffnung? Nö. Das ist so eine Wildsau wieder.
geil ist das denn? Hallo, Wildschwein. Ach ja, stimmt, die tritt ja nach hinten aus, ne? Dass mich das jedes Mal zurückschlägt, ist auch so geil. Ich eigentlich backstabben? Gar nicht probiert. Ertreten ist Blödsinn. Okay, okay, das sollte man vielleicht vermeiden. What? Alles klar. Für Dark Souls 2 gibt es übrigens den Ankh-Bots Death Counter, habe ich mir überlegt. Mal gucken. Kommt als erstes da mal so ein Wildschwein. Super. Und dieses Mal kann ich es nicht irgendwie in die Wand packen. Dieses Mal muss ich es offiziell bekämpfen. Ist aber auch nicht so schwer, glaube ich. Ne? Ich bin bloß ein bisschen dämlich angestellt. Ah, ich wollte mal noch was gucken. Hier. Guck mal, ich könnte noch ein bisschen mehr aufnehmen. Vielleicht kann ich hier ja noch... Habel annehmen oder so. Na, ist zu viel, oder? Ja, ist zu viel, definitiv. Was darf ich denn maximal haben? 104,7. Nein. 54,7, so. Das wäre ein bisschen zu viel, ne? Oh. Schon der optimalste eigentlich. Ah, ich glaube, nee, den muss man schon manuell bedienen. Aber ich kann einfach zwei Hotkeys machen und draufdrücken und dann habe ich den wieder. Also dann geht's up und down, das ist kein Problem. Kann ich auch mal in meinem guten Kimiko. Ich kann ja nicht backstabben, warum auch immer. Schild hoch. Ja, ist klar. Oh, das war dumm.
Okay. Gesundheit. Nochmal. Trotzdem 4 Flasks verbraucht, ne? Wahrscheinlich laufe ich hier schon wieder an 5 Geheimgängen vorbei. Was kommt hier? Noch eine? Oh, really? Das war dumm. Ja klar. Fake. Ja, die war auch so extrem gepanzert. Ich glaube schon. Also, die sah zumindest gleich aus. Ich hoffe, die kommen genauso wie die erste Wildsau nicht nochmal. Ja klar, die ist ein bisschen kräftiger, weil es halt weiter im Spiel drin ist, ne? Mit ein paar Tagen im NG Plus, echt. Lange nicht im NG Plus. Werde ich wahrscheinlich aber auch nicht machen, ne? Die meisten kennen ja meine Spielweise. Da, ich will halt einmal das Spiel durchspielen. Aber in NG Plus gibt noch so viele andere Sachen. NG Plus würde ich machen, wenn ich 100% machen würde, weil da musst du das bestimmt machen mit den ganzen Eiden und so. Okay, die Wildsau ist weg. Das ist schon mal wichtig. Wenn ich das Spiel durch habe, werde ich schon... Also, man sieht ja wahrscheinlich kurz bevor man zum Endboss kommt. Und dann werde ich euch schon fragen, ob es noch irgendwie optionale Bosse gibt, die man töten kann. Wie ist das eigentlich, wenn ich das... Wollte ich... Ups, das wollte ich gar nicht. Wenn ich das Spiel beende... Kann ich dann nochmal ins gleiche Spiel zurück? Oder muss ich dann... Muss ich dann direkt NG Plus starten, um zum Beispiel die DLCs zu machen? Weil ansonsten müsste ich... Kommt der schon? Ansonsten müsste ich die DLCs ja machen, bevor ich zum Endboss gehe, ne? Alter. Ja, das meine ich. Aber kann ich, soweit ich den Endboss gemacht habe... Dann trotzdem nochmal, wenn ich den down habe, trotzdem nochmal in mein Game reingehen? Oder muss ich dann ins NG Plus gehen? Oh. Startet er mal nicht. Okay, wir waren nicht vor dem Endboss. Das ist nett. Alter, 48 Schaden. Machen wir denn hier in diesem engen Gang ein Riesenwildschwein? Spiel mal ohne Schild, bitte. Warum? Hallo, die Dunkelheit erwartet dich. Nein. Reiskeilerhelm, den hatte ich ja schon, ne? Zum Spaß. Nein, ich spiele das Spiel das erste Mal. Ich brauche mein Schild. Okay, das sieht auch cool aus hier.
Wie viel kostet denn Level-Aufstieg? Abstieg. 28k. Okay, vergesst. Dann machen wir das jetzt nicht. Dann ist es doch gerade lustig. Ich habe so schon Probleme bei dem Spiel. Ups. Ach, die kann ich nicht kaputt rollen. Okay. Zu stabil, ne? Ich sollte an diesem Leuchtfeuer rasten, trotzdem. Mal falsch geskillt hat. Gibt's nicht sowas wie, keine Ahnung, Skill, keine Ahnung, ein Skill, Anti-Skill-Stein oder so? Doch, sterben ist sehr oft lustig in diesem Spiel, definitiv. Trotzdem versuche ich es zu vermeiden. Okay, hier kann ich ihn wahrscheinlich wieder runterholen mit diesem Hebel. Dann fahren wir doch mal hoch. Oder runter. Ne, eher hoch, ne? Hoch. Ab Daxis 2 kann man umskillen. Okay. Oh, da kommen sie instant rein. Ah, natürlich. Da ist noch einer von der Seite. Noch einer. Really? Oh, klar. Alter, was eine Assi-Stelle. Boah. Und da castet auch noch irgendjemand. Wie viel wird hier denn gebackseed? Gar nichts. Wenn jemand Backseat Gaming macht, wird er gebannt. Nachricht lesen. Schwäche Bein. Okay. Warum kann ich meine... Ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Ach, weil ich den Target hatte. Wie geil. Was war denn hier? Da war doch irgendwas gerade. Naja, ich gehe erstmal den hier an. Zerstörer-Anhänger. Zerstörter Anhänger. Okay, ich hoffe, kommt keiner mehr hier raus jetzt. Warte mal. Ist denn ein zerstörter Anhänger? Zählt das als Ring? Nee. Dann wahrscheinlich hier ganz normal, ne? Ich habe immer noch nichts in meine bodenlose Kisten gemacht. Naja. Das ist ein DLC-Gegenstand, der aber trotzdem muss der irgendwo dargestellt werden. Ich sollte den vielleicht erstmal annehmen. Wo hat man denn normal so... Macht man das deiner anstatt im Kopf oder was? Okay. Ich bin schon invaded worden, hab einmal fast gesiegt und einmal oder zweimal schon gnadenlos verloren. Wird benötigt, um in mein Gebiet zu kommen. Okay. Okay, alles klar, dann lassen wir es erstmal. Wo war denn hier dieser Caster? Ach, da vorne steht er. Direkt der Große. Was macht der denn? Tanz nochmal für mich. Nein, jetzt castet er.
Komm, tanz nochmal. Das war viel cooler. Dann kann ich hinlaufen. Oh, das ist sogar ein bisschen Homing, ne? Okay. Zwei von den Typen hier. Oder noch was. Jetzt ist Ruhe.